Gut, ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen, Herr Dr. Bubeta. Fein, dass Sie da Zeit gefunden haben, jetzt noch am Randtermin, dass wir ein kurzes Interview führen, rund um das Thema auch Menschlichkeit. Und ja, bin ganz gespannt, wohin uns auch die Reise führt und bringt. Ich habe so im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Ich nehme jetzt da mein Hilfsmikro, also so mein Sprechermikro, mein Hilfswerkzeug. Und bin da auf einige interessante auch Aussagen gestoßen, was Ihre Person betrifft, was Ihre Leistungen betrifft, auch gerade was das Thema Umweltcenter betrifft. Und ich habe mir dazu jetzt einen Spruch notiert, mit dem ich gerne beginnen möchte. Bitte. Es gibt die Aussage, der Mensch ist Mittelpunkt. Oder der Mensch ist Mittelpunkt. Und das ist in der Ökonomie, haben wir das vielleicht noch gelernt im Studium. Ja? Also der Mensch ist Mittel, dann kommt der Punkt. Und ich glaube, Ihre Haltung trägt dazu bei, dass der Mensch Mittelpunkt ist. Ich hoffe und versuche es. Ja, so würde ich einfach, aber Sie haben jetzt mit einem überraschenden Statement einmal begrüßt. Aber ich habe es, glaube ich, schon begriffen, also was Sie meinen. Also ja, ich versuche es, dass das wirklich eben so ist, dass der Mensch Mittelpunkt ist. Und ich kann nur sagen, aus meiner täglichen Praxis im Bankgeschäft, also interessieren tun mich im Wesentlichen die Menschen. Das Bankgeschäft interessiert mich nicht mehr gar so wirklich. Ich meine, das ist auch vielleicht ein bisschen überraschend. Natürlich in meinem Umfeld Bank mache ich meine Pflichten und meine Aufgaben, aber ich versuche wirklich, wie Sie das gerade gesagt haben, dass eigentlich der Kunde im Mittelpunkt steht als Mensch und alles andere ist eigentlich Nebenprodukt, wenn man so sagt. Schön, vielen Dank. Ja, weil das schließt sich so der Kreis. Wir sind ja heute zusammen unter anderem wegen der Allianz die Ökonomie der Menschlichkeit, wo ja auch das Bestreben ist, dass Wirtschaft und Menschlichkeit vereint sind. Darüber wird ja auch dann, also das ist der Grund, warum wir überhaupt dieses Interview auch führen können. Und so die konkrete Frage ist dahinter auch, wie würden denn Sie Menschlichkeit definieren, Herr Dr. Bubeta? Also Menschlichkeit heißt für mich einfach gut mit anderen Menschen umgehen. Also gehoben ausgedrückt, das könnte man sagen, der kategorische Imperativ, wie es so schön heißt, nicht wahr? Also ich möchte einfach, so wie mit mir umgegangen wird, möchte ich auch mit anderen Menschen umgehen. Und ja, man macht eigentlich immer gute Erfahrungen. Wenn man gut mit anderen umgeht, kriegt man eben sehr häufig auch das wieder zurück und damit hat man die Bestätigung und hat man eigentlich sein eigenes Wohlergehen damit eigentlich auch bestätigt. Also ja, einfach gut mit anderen Leuten umgehen heißt für die Menschlichkeit. Verstehe, genau. Ich kenne den Spruch so, wie man in den Wald hineinruft, so halt es zurück. Genau, Sie sagen es jetzt, genau, ich mache nicht nur einen Spruch jetzt noch, aber genau so ist es irgendwo. Ja. Ich empfinde es immer so und es ist einfach angenehm, wenn das dann so zurückkommt, wie man es eigentlich den anderen zukommen lässt. Und ja, was wollen wir eigentlich? Also für mich ist es auch, genau, so eine gesunde Portion vom Menschenverstand auch voraus oder von etwas, was man vielleicht auch schon hoffentlich durch die Erziehung in der Kindheit auch erfahren haben. Ja? Also gewisse Grundwerte, was auch Höflichkeit, was Respekt betrifft, genau. Miteinander sprechen statt übereinander sprechen. Ja, genau. Und die Erfahrung zeigt, dass es oftmals so anders ist. Also kann ich nur bestätigen, ich glaube, es braucht es gerade in der jetzigen Zeit, dieses Schlagwort Beziehungskompetenz, also dieses wirklich die Menschlichkeit auch leben, gerade was jetzt auch die letzten 2 Jahre betrifft, wo einfach Beziehung nicht so gelebt werden konnte. Und da ist jetzt so meine nächste Frage auch an Sie, wie lässt sich das Thema Menschlichkeit aber dann mit Ökonomie vereinen? Ja, also meine Erfahrung ist gerade auch die letzten Jahre eigentlich, dass das
das eine das andere befruchtet sogar. Also eben wie ich zuerst schon gesagt habe, also wenn ich wirklich es versteht, gute Kundenbeziehungen, nennen wir es jetzt wirklich so, zu pflegen und zu machen, dann ist der Produktabschluss fast eine Nebensache. Aber bestätigt oder gewährleistet natürlich auch einen ökonomischen Gewinn. Also nicht nur den mentalen, psychischen Gewinn für mich persönlich, sondern auch einen ökonomischen Gewinn für mein Unternehmen. Ohne dass ich irgendwo dann, möchte ich sagen, diese Mittelpunkt stelle, sondern das ist einfach, das geht automatisch mit. Und ich habe mittlerweile eine Position, die traue mir das jetzt so noch immerhin fast also über 46 Jahre Dienstjahre. Ich habe 40 Jahre mühsam überkämpft, dass ich mein Unternehmen halbwegs gut und erfolgreich führe. Und die letzten paar Jahre haben wir genau durch gewisse Verhaltensregeln oder Änderungen, also auch um dieses Urvertrauen, das eben genauso ist, wenn ich gut mit Leuten umgehe, habe ich es geschafft, dass ich zum Punkt komme, wirklich mir einen Kundenkreis aufzubauen, wo ich genau weiß, wenn ich ökonomisch etwas weiterbringen will, rufe ich die an und ich weiß, ich habe zwei Tage später habe ich Geschäftsmöglichkeiten am Tisch, weil er es gut meint mit mir, so wie ich natürlich umgekehrt mich verpflichtet fühle, auch umgekehrt sozusagen dieses Vertrauen entsprechend immer wieder zu bestätigen. Und damit geht es von selber. Also ich sage es nur einmal jetzt vielleicht, mit Menschlichkeit bin ich auch ökonomisch erfolgreicher. Das ist vielleicht der Kernsatz. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns alle, dass wir das noch einmal hören, aber natürlich auch von Ihnen als Experten noch einmal auf den Punkt gebracht bekommen. Für mich ist es auch so, wir Menschen merken, wir sind ja Beziehungswesen, wir merken so die Absicht und sind gestimmt oder verstimmt. Ich glaube, das hat auch Goethe schon gesagt. Also wenn ich die Absicht merke, der will mir ja nur was verkaufen. Ja? Und der will jetzt nur schnell den Abschluss haben. Ich glaube, da sind wir immer sensibler und immer mehr auf der Gegenwehr. Wenn ich aber merke, da geht es um Verbindung, in Verbindung bleiben. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe meine Bank gewechselt, weil mein Bankbetreuer zu einer anderen Bank gegangen ist. Ja. Das klingt jetzt sehr vermessen, aber die Bank dahinter war mal weniger wichtig. Ja? sondern diese Beziehungskompetenz zu dem Berater, den ich immer noch als Berater habe. Ja, das ist dann wirklich das eigentlich letztendlich geht und das auch trotzdem wiederum zur Ökonomie zurückzukommen, auch den Erfolg bringt, den ökonomischen. Und da war es auch genau dieser Kunde, und der fühlt sich genauso verpflichtet mir gegenüber und sagt mir, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zwei Möglichkeiten habe, sagt er, hallo, ich möchte es bei dir machen und dann weiß ich auch, kann ich es machen oder nicht. Und dann das geht wirklich dann so weit, dass ich sage, okay, wenn ich sehe, das kann ein anderer besser oder günstiger und das ist so wichtig und es geht um, dann muss ich auch akzeptieren, dass das einmal eben nicht bei uns gemacht wird, das Geschäft. Aber es passiert eh kaum, ich sag so. Also. Aber es ist viel Erkenntnis und Entwicklungsarbeit notwendig, dass man dorthin kommt. Aber gerade mit dem, wo man, also mit unserem Umweltcenter habe ich wirklich vermehrt in den letzten Jahren diese Erfahrung gemacht. Eben. Also wir haben wirklich, und da hole ich gleich ein bisschen weiter aus, also auch die Mitarbeiter, die dort an wichtigen Kontaktstellen sitzen, haben das auch mittlerweile heraus. Und das läuft wirklich von selber. Also, das so schön heißt, uns rennen die Kundschaften nach, kann man manchmal sagen. Also das ist was. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das ist, da höre ich raus, das ist so ein Sogprinzip, wie es auch sein soll. Und ein wichtiges Stichwort auch das Thema Umweltcenter, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer was darunter vorstellen können. Umweltcenter, Sie sind da federführend, eigenes Umweltcenter, also eine Art, wenn ich das richtig verstehe, Bank in der Bank. Genau, es ist, am so am einfachsten erklärt, also wir sind seit 124 Jahren mittlerweile Genossenschaftsbank und haben eben dann vor 10 Jahren begonnen mit dem Umweltcenter, eben wie Sie es richtig gesagt haben, eine Bank in der Bank zu gründen, wo wir eben uns nur auf umweltrelevante Finanzierungen fokussieren. Also
wir schauen einfach, dass wir da unseren Beitrag für eine bessere Umwelt zu schaffen und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, solche Projekte umzusetzen, weil in Wirklichkeit sogar als Bank sind unsere Mittel oder sind unsere Möglichkeiten ja selbst beschränkt, aber wir können ermöglichen, wir können unseren Kunden das ermöglichen und wir haben die Erfahrung gemacht, es gibt viele, viele, viele Menschen, die wollen was, wobei es wirklich nur am läppischen Mittel Geld fällt, also die wollen, die haben super Ideen und haben was vor und eben und darum habe ich gesagt, okay, genau das können wir beitragen. Also, und gleichzeitig sozusagen auch unseren Einlegern, damit bin ich sozusagen auf der Mittelaufbringungsseite, die Möglichkeit geben, dass sie wirklich ihr Geld sinnvoll arbeiten lassen. Und das ist auch gut angekommen. Also das, genau das wollen die Menschen mittlerweile. Das sehen wir, gerade die letzten Jahre haben wir das gemerkt, das zu machen. Also im Umweltcenter haben wir einen eigenen Rechnungskreis in der Genossenschaftsbank Raiffeisenbank Gunskirchen geschaffen, wo man wirklich abgegrenzt und damit transparent vom normalen Bankgeschäft, das natürlich nicht jetzt von heute auf morgen geschworen ist, sondern das natürlich auch weiterhin gibt, aber da haben wir eben nur diese Umweltfinanzierungen oder diese Umweltbankeinlagen verwalten wir in unserem Umweltcenter. Der Name ist deswegen, weil wir haben überlegt, Umweltbank, Ökobank, aber die Begriffe waren schon geschützt in Österreich. Ich habe da sogar mit den deutschen Namensgebern verhandelt. Das ist einmal die Umweltbank in Nürnberg und die auch meine Vorbildbank war, sage ich mal, wie wir das gemacht haben. Und die GLS Bank, die stammt ursprünglich aus Bochum. Also ich habe natürlich mit diesen alternativen Ökobanken grundsätzlich Kontakt, aber die haben den Namen, wie gesagt, eben schon geschützt gehabt und darum ist es eben das Umweltcenter geworden, das eben in der Raiffeisenbank Gunskirchen seit 10 Jahren installiert wurde. Sehr spannend. Das heißt, ich bin dann richtig bei Ihnen als Unternehmer, als Unternehmen, wenn ich gewisse Kriterien erfülle, was das Thema auch umweltgerechtes Arbeiten, ökologisch nachhaltiges Arbeiten, Wirken, Produkte betrifft. Und auch, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich mein Geld sinnvoll anlegen möchte, gibt es gewisse Kriterien, dass ich zum Beispiel weiß, ich arbeite da jetzt nicht oder lege mein Geld jetzt nicht in die Waffenindustrie an, oder? Genau. Also ich bin ganz ehrlich, eigentlich, ich wollte das schon vor 20 Jahren, da ist in Nürnberg die Umweltbank gegründet worden, 1996, glaube ich, war es, habe ich mich gleich beteiligt also habe mir das Konzept angeschaut. Ich habe mit dem Herrn Popp, der übrigens auch Raiffeisenmann war, sogar einen Termin gemacht da und habe eigentlich über Kooperation schon gesprochen, etc. Aber es ist halt nichts geworden, es war bei uns die Zeit noch nicht reif. Aber ich habe mir nur von dort im Wesentlichen abgeschaut und habe gesagt, genau das wollen wir auch machen. Also ich habe mir im Wesentlichen diese Umwelt garantiert, bin ich bei einem wesentlichen Kernthema angeschaut, was haben die da reingeschrieben und wir haben es dann noch ein bisschen knappiger gemacht. Das heißt, wir haben relativ klar benannt, was ist ein umweltrelevantes Projekt. Und da haben wir gleich niedergeschrieben, was sehen wir als umweltrelevantes. Da haben wir natürlich schon eine Zeit lang philosophiert und diskutiert drüber. Zum Beispiel haben wir Biogas damals herausgelassen. Jetzt könnte man vielleicht wieder überlegen in der Zukunft, angesichts der Situation, Biogasanlagen als umweltrelevant hineinzunehmen. Wir haben einige Nummer die Elektromobilität, auch über das könnte man diskutieren. Aber ja, wir haben das einfach in den Katalog festgelegt, in der Umweltgarantie, was sind umweltrelevante Investitionen und das fängt natürlich bei PV an, also bei Photovoltaik macht man mittlerweile sehr, sehr viele. Das ist Biomasse, das ist die Elektromobilität, das ist Recycling und. Das haben wir da festgeschrieben und damit transparent für jeden Einleger dargestellt, was mit dem Geld passiert, das eben als Umweltbankeinlage bei uns deklariert hereingenommen wird. Also der Anleger weiß genau, mein Geld darf nur als solches wieder weitergegeben werden in diese Projekte. Wobei vielleicht nur ein bisschen einschränkend muss ich auch sagen, also wir haben nicht die Möglichkeit, dass ein Einleger sagt, ja, aber mein Geld sollte nur in der Photovoltaik oder im Wind, Windkraft haben wir auch natürlich drinnen, arbeiten, sondern wir haben einfach diesen Pot so einmal dargestellt, weil es geht auch immer um Verwaltung und ich muss sagen, wir haben ganz klein angefangen, ich habe mit 2 Leuten angefangen damals, okay. Sodass wir uns nicht irgendwo eine großartige
Taxonomie damals leisten haben können oder Kriterien, die über 35 Seiten rennen oder 350 Seiten, um das besser zu sagen. Also wir haben relativ genau auf einer Seite geschrieben, das sind ökologisch sinnvolle Investments und das sind die Bankprodukte, wo wir ihr Geld veranlagen können. Also wir haben immer beim Bankchef geblieben, weil ich kann mich nur erinnern, wir haben das erste Mal das von uns gegeben haben, dass wir so etwas machen. Habe ich nächsten Tag schon einen Anruf vom Raiffeisenverband gehabt. Angeblich hat nämlich die Aufsicht dort schon gefragt, was machen die Gunskirchner da? Und wollte schon wissen, also die machen jetzt eine neue Bank und. Also darum ganz offiziell, wir sind immer beim ganz normalen Bankgeschäft geblieben. Das heißt, wir haben Einlagen immer genommen, als auf Spareinlagen, auf Girokonten oder auf Firmenkonten und haben das in Form von Krediten weitergegeben. Also wir haben keine Beteiligungen oder Crowdfunding oder Ähnliches vermittelt. Das war nie unser Absicht. Sondern einfach, der Einleger hat gewusst, das Geld wird in solche Produkte weitergegeben. Also so ist eigentlich relativ einfach unser betriebliches Tun zu beschreiben. Finde ich sehr spannend. Ich habe beim Recherchieren mir so mal mich gespielt mit Zitaten zum Thema Umwelt auch. Ja? Ich glaube, Umwelt ist ja etwas, was uns wirklich alle betrifft. Und so ein Zitat ist mir so aufgefallen, alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß. Ja, okay. Das heißt, das, was ich bei Ihnen raushöre, ist beim Umweltcenter bin ich dann richtig, wenn ich einfach einen Beitrag liefern möchte. Ja? Genau. Auf eine vielleicht einfache, aber trotzdem wirkungsvolle Art und Weise. Wir transformieren gehen genau Ihr Geld sozusagen zu einem sinnvollen Umweltinvestment. So könnte man es jetzt einfach sagen. Also, und eigentlich sage ich, ist ganz einfach, was wir machen. Eigentlich, aber umgekehrt, eben wie Sie sagen, wenn Sie 5.000 Euro jetzt auf die Gache umweltrelevant einsetzen wollen, dann gibt es nicht viel, wird Ihnen nichts helfen. Ja, vielleicht können Sie ihn selber, wenn Sie ein Haus haben, PV-Affe machen, aber sonst gibt es nicht recht viele Möglichkeiten. Und wir haben auch gesehen, dass ich das noch fertig habe. Also wir sind relativ schnell auch bei Großanlegern da angekommen. Also die haben uns relativ schon gesagt, okay, haben sie das angeschaut und haben relativ schnell, hätten uns größere Anlagen. Da haben wir natürlich wiederum das Problem gehabt, dass man nicht so schnell die Projekte einnehmen können, weil es ist uns auch wichtig, dass ein Einleger kein Risiko hat. Also bei uns hat kein Einleger logischerweise damit ein Projektrisiko zu tragen, sondern das müssen wir als Bank natürlich abfinden. Wir sind die Profis, wir müssen die Projekte beurteilen können. Und da sage ich auch ganz ehrlich, es kommen natürlich auch Sachen daher, die wir nicht machen können, die irgendwo aus unserer Sicht nicht umsetzbar, vielleicht zu abenteuerlich. Es sind viel interessante Sachen dabei, du lernst dafür interessante Leute kennen, aber es ist nicht alles umsetzbar, das muss man auch dazu sagen. Aber das ist genau unsere Profession, wir müssen das beurteilen können und damit hat kein Leger ein Problem. Das heißt, das kann sich jeder zurücklernen und sagen, okay, ich weiß, die müssen das beurteilen können und die können das und die sollen das machen damit. Also das ist sozusagen der wesentliche der Sicherheitsaspekt bei der ganzen Sache. Also wie Sie gesagt haben, es möchte jeder was tun, aber in Wirklichkeit ist es jetzt mühsam, dass er wirklich das macht dann und. Aber wir sind da eigentlich nur der Transformator, eben ihre Einlage zu einem sinnvollen Projekt zu machen. Verstehe. Und Sie haben auch angesprochen natürlich das Thema nach wie vor Raiffeisenbank, wenn wir nochmal auf das zu sprechen kommen. Raiffeisen war ja ein Erfolgsmodell, Genossenschaftsprinzip. Würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, dass nach wie vor in der heutigen Zeit, im Jahr 2022, ein Genossenschaftsprinzip noch zeitgemäß ist, umsetzbar? Es ist wieder total zeitgemäß, meine ich. Also ich sage einmal, auch in Diskursen, die mit unseren Genossenschaftsfunktionäre geführt habe, im Raiffeisenverband etc., ich sage, das ist genau, was wir machen, ist eigentlich, oder meine ich, die Übertragung des Gedankens von Friedrich Wilhelm Raiffeisen auf die jetzige Zeit. Es waren vor 140 Jahren große Nöte bei den Menschen, die halt alle einfach wirtschaftlicher Natur waren, also wo es ihnen einfach materiell schlecht gegangen ist. Jetzt sehe ich die Nöte einfach woanders, vor allem einfach in der Umwelt.
Deswegen sage ich, ist jetzt da als Genossenschaft unsere Zeit, da mehr zu tun, etwas zu tun. Deswegen, also für mich ist das eigentlich absolut die beste Gesellschaftsform, sogar das umsetzen zu können. Also okay. Besser als wir bei einer Aktien- oder bei einer Kapitalgesellschaft. Okay. Ist nachvollziehbar, Dankeschön. Ja. Wie sehen Sie denn so die aktuellen Herausforderungen derzeit auch im Bankengeschäft? Ich meine, Bankengeschäft, das betrifft uns ja als Endkunden nach wie vor. Was sind da so die größten Herausforderungen derzeit aus Ihrer Einschätzung? Naja, die Herausforderungen sind einfach die Bewältigung der ganzen Regularien, Formalismen und damit, sage ich mal, beschäftigen wir uns eigentlich wesentlich mehr, als wir mit dem eigentlichen, mit unserer eigentlichen Aufgabe als Dienstleistungsbetrieb, das dazu führt, dass einfach keine Vertrauenskultur, sondern eine Misstrauenskultur mittlerweile so überhand nimmt. Und das ist das, was mich persönlich am meisten stört, weil eigentlich wir dürfen nichts mehr glauben. Wir dürfen an unsere Kunden nicht mehr glauben und das ist eigentlich tragisch, denke ich. Also es muss alles dreifach belegbar sein, es muss alles fünffach informiert werden und abgesichert sein. Also nur mal zurück, die größten Herausforderungen und Hindernisse und auch Demotivationsfaktoren, wir sehen es auch bei den Mitarbeitern und auch bei gerade im Personalbereich, also der Bürokratismus, diese ständige sich rechtfertigen müssen, diese Regularien, das sind die größten Herausforderungen, die wir als Partner werden. Und die uns mental nicht wirklich gut tut. Also ich glaube, Sie verstehen, was Sie damit machen. Also, ja. Dadurch gehen die Leute natürlich immer mehr oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mehr in der Arbeit unter statt auf. Ja. Genau. So teilweise bis zu 80% machen, für was sie gar nicht eingestellt sind. Ja. Genau. Ich war gerade heute wieder bei einem Kunden, weil bei uns ein neuer Mitarbeiter im Kredit-Backoffice angefangen hat, habe ich gesagt, fahr gleich mit mir, dass du siehst, wie an der Kundenfront sozusagen die Gespräche laufen. Weil ein Controller sagt natürlich einmal, der will eine Planrechnung und. Und am Schluss habe ich dann den Unternehmer gesagt, und das heurige Jahr, kannst du da einmal und etwa die Pläne sagen, was hat das Umsatzertrag vor? Ich kann es gar nicht sagen, weil morgen ist anders als wie heute und in einem Monat ist es wieder anders. In Zeiten, wo die Energiepreise von heute auf morgen herumspringen, das geht nicht. Und das sollte ein Backoffice-Mitarbeiter natürlich mitkriegen in Wirklichkeit, was bei den Kunden vorgeht. Also ja, das sind so die Dinge, die man einfach, also es geht darum, immer stärker die Sachen richtig zu tun und nicht die richtigen Sachen zu tun. So könnte man es auch zusammenfassen. Ja, ich merke auch, so eine große Herausforderung ist so auch die Menschen vor Ort. Also meine Eltern zum Beispiel, Gott hab sie selig, sie leben noch, die sagen, bei der Bank ist niemand mehr. Die haben jetzt die Öffnungszeiten geändert. Ja? Ja. Die müssen jetzt digitales Banking machen und das stürzt sie natürlich vor unglaubliche Herausforderungen mit über 80, was für uns vielleicht weniger so das Thema ist. Also mein Sohn wundert sich mit 16, wenn überhaupt jemand hinterm Schalter sitzt. Genau. Aber für mich ist nach wie vor wichtig, dass ich an Menschen als Bezugsperson habe, also nicht mehr so ein anonymisiertes Callcenter. Wenn ich bei der Bank anrufe, habe ich irgendjemanden, wo ich 24 Stunden am Tag keine Auskunft bekomme. Ich möchte jetzt da keinen Namen nennen, aber wie geht es Ihnen damit? Also, so die Nähe zum Menschen. Diesen Spagat natürlich müssen wir schaffen und da muss ich sagen, habe ich auch immer wieder dazulernen müssen und akzeptieren müssen. Es gibt, wie Sie sagen, Ihr 16-jähriger Sohn, denn der braucht es nicht mehr. Und das habe ich mir auch sagen lassen müssen von meinen Kindern. Also,
ja, ich kenne zwar den oder den und wenn es irgendwas gibt, dann rufe ich den an, aber ein ganzes Jahr eigentlich brauche ich sonst niemand. Also das ist schon so. Und genau das, ich bin natürlich auch noch die Generation, wo eben genau die Bezugsperson das Wichtigste ist. Wenn ich irgendein Problem habe, sei es jetzt Elber, sei es jetzt irgendeine Sparform, sei es irgendein, weiß ich nicht, Aktien kauft, dann rufe ich den an und versuche nicht über drei Hotlines irgendwo zum Ziel zu kommen. Mich interessiert es auch nicht, dass ich mich dann erklären lasse, welche Einstellungen, die ich auf mein Handy ändern muss, damit ich dort mitkomme. Also, ja, also das ist natürlich auch gar nicht so einfach, dass man da sozusagen den Spagat schafft, aber zudem haben wir auch junge Mitarbeiter, also ich muss auch zur Kenntnis nehmen, bei jungen Kunden zum Beispiel komme ich mit meinen Ansichten, mit meiner Art umzugehen, nicht mehr so gut aus wie so manche Junge. Umgekehrt gibt es natürlich ältere Kunden, die vielleicht 20, 30 Jahre bei uns schon sind, die wissen genau, wann die ein Thema haben, dann rufen sie mich an und nur mich an. Also die kommen dann auch wegen Kleinigkeiten zu mir, die ich dann weitergeben muss, aber das ist so. Also, ja. Also die Digitalisierung hat eine Berechtigung, die Rationalisierung ist notwendig, brauchen wir uns auch nichts. Also, vormachen, ich war der sechste Mitarbeiter zum Beispiel in der Bank, da waren wir zu viert am Schalten, oder dass man ein wenig sieht, wie sie, und jetzt sind wir 60 Mitarbeiter und wir haben in Gunskirchen zwei nur am Schalten. Nicht? Also das ist eben natürlich dieser Wandel, der eh gewaltig schon also, ja, in den letzten Jahrzehnten umgesetzt wurde. So. Ich hatte jetzt als Kunde ein Erlebnis auch mit Raiffeisen, wo ich ein Konto angelegt habe, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, weil der Kundenbetreuer es geschafft hat, dass es für mich so bequem wie möglich ist und dass möglichst wenig Probleme auf mir lasten, wobei ein Konto zu eröffnen für mich ein riesengroßer Bürokratieaufwand war. Ja? Ja, und dann hat man gemerkt, also noch einmal, und da war mein Sohn eben auch mit dabei, das war das Konto, das dann der Jonathan übernommen hat, der hat dann gesagt, der war echt lässig. Ich wollte gerade sagen, haben Sie einen guten Kundenbetreuer, genau. Ja, ja. Ja. Eben genau und, das zu erkennen, wie viel braucht der Kunde Unterstützung, das ist auch natürlich eine Kunst, die man als Kundenbetreuer beherrschen muss. Nicht? Und auf welcher Ebene ich mit anreden kann, was die diversen, sage ich mal, Themen im ganzen Elektronik- und IT-Bereich betrifft. Natürlich. Absolut, absolut. Ja. Ja. Und da war für mich so das Thema Erfolgsfaktor Mitarbeiter. Und ich glaube, das, was ich bei Ihnen jetzt auch so raushöre, was ich so recherchiert habe, ist, das ist ja ein ganz großer Erfolgsfaktor. Jetzt kein Kapital, sondern ja, wirklich, ja, es zählt die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter. Was machen Sie oder wie tragen Sie dazu bei, wie fördern, motivieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist für mich immer eine sehr spannende Frage auch. Ja, das ist auch eine tägliche Herausforderung, klarerweise. Weil jeder, also wenn ich mal so die Charaktere unserer Mitarbeiter anschaue, wir haben von bis. Und mein Wesentlich ist natürlich auch, dass jeder Mitarbeiter die Arbeit macht oder an dem Platz sitzt, wo der für einen passt. Haben wir auch die Erkenntnis gehabt, also dass der Mitarbeiter oft selber nicht weiß, wo er eigentlich hingehört oder hinpasst, weil einfach da manche Ansichten oder Bedürfnisse da sind, die irgendwo gar nicht so mit ihm zusammen sind. Aber das ist umso schwerer dann, denen begreifbar zu machen, hallo, eigentlich würdest du in der Abwicklung besser sein, weil er wollte einfach die und die Position haben. Also wichtig ist, den Mitarbeiter dorthin zu lassen, wo er eigentlich hinpasst und auch natürlich immer wieder dieses positive Feedback, das jeder Mensch braucht, was seine tägliche Arbeit, was sein tägliches Tun betrifft. Das ist einfach relevant. Den Sinn in der Arbeit, da bin ich ein bisschen, den muss irgendwann jeder selber finden. Also das ist natürlich da, dass man und das Image als gerade als Bankmitarbeiter, das war einmal sehr hoch. Das ist jetzt ein anderes geworden. Das heißt, es muss sich jeder wirklich selber finden können in dem, was er macht. Und da natürlich der Sinn der Arbeit ist letztendlich relevant, gerade wo immer mehr Menschen doch sehr viele Möglichkeiten haben, sehr vielseitig ausgebildet sind und so weiter. Also die überlegen sich wirklich, was. Wo will ich hin? Wie will ich mein Lebens- und mein Arbeitsalltag gestalten? Mhm.
Also positives Feedback regelmäßig, auch wirklich immer wieder hinterfragen, ob er sich in dem Bereich wohlfühlt. Das sind schon wichtige Sachen. Und natürlich auch das Betriebsklima insgesamt. Also auch die Gruppe sehen wir, die können auch sehr viel Positives beitragen. Also gerade im Umweltcenter sehen wir auch, also da kommen sehr viele Bewerbungen dann rein von den Mitarbeitern, weil die kennen und sagen, der passt gut zu uns und das ist Gott sei Dank so. Also wir sind ständig auf der Suche in unserer Umweltbank nach neuen Mitarbeitern, weil wir auch so schnell wachsen. Das ist auch das Schöne dran, also jetzt wieder im ökonomischen Sinn, also wir kommen mit dem Nachbesetzen fast nicht zusammen, weil wir einfach irgendwie wieder eben den brauchen zusätzlich. Also, ja. Verstehe. Also bin ich ganz bei Ihnen, das Thema positives Feedback, das brauchen wir Menschen, also diese positive Anerkennung und auch jemanden, der mich insofern betreut, bin ich noch am richtigen Platz. Gleichzeitig wissen wir auch aus der Gehirnforschung zum Beispiel, ich kann sie nicht motivieren, sondern motivieren tut sich jeder selber. Ja. Also das Gehirn muss die Synapsen selber machen. Ich kann jemanden nur anregen, durch Fragen vielleicht auch auf Ideen Impulse bringen. Aber motivieren, ja, das ist in Wirklichkeit eine Eigenleistung, die wir selber immer wieder vollbringen dürfen und auch uns immer wieder hinterfragen dürfen, was ist denn der Sinn, was ist mein Warum und wofür ich diese Tätigkeit auch mache. Ja. Genau. Und Sie haben gesagt, Umweltcenter, Sie sind ständig auf der Suche jetzt auch noch nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also für alle, die das jetzt hören, sehen, Sie wissen, ganz einfach auf der Homepage bitte da Kontakt aufnehmen. Genau. Interessant finde ich noch, kann das Umweltcenter da überhaupt gewinnbringend geführt werden? Ja, weil das sind ja hohe ethische Ansprüche, Nachhaltigkeit. Ist es möglich, das Gewinn? Also wie gesagt, wir machen es jetzt 10 Jahre und das ist auch das Schöne an einer selbstständigen Genossenschaftsbank, wie wir sind. Also ich habe die ersten 3 Jahre, natürlich haben wir da rote Zahlen geschrieben, aber es hat kein Mensch was gesagt, sondern auch meine Funktionäre haben daran geglaubt, das ist was Gescheites, was wir machen. Und mittlerweile sind wir sehr wohl gewinnbringend. Also es ist ganz klar, dass wir auch in dem Bereich positiv wirtschaften wollen. Nur dann haben wir sozusagen auch wirklich langfristig auch Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln und auch das eine oder andere zu unterstützen. Wir sind natürlich eben bei verschiedenen Projekten unterstützend auch immer wieder dabei, die wir interessant finden und unterstützenswert finden. Also Umweltcenter ist mittlerweile absolut im positiven Bereich von der Wirtschaftlichkeit. Das Thema, was uns ja uns beide auch vereint, wo Sie ein Teil davon sind, die Wirtschaft, die den Menschen dient, also diese Ökonomie der Menschlichkeit, wo sich Unternehmerinnen und Unternehmen natürlich auch zeigen können, sich gemeinsam austauschen. Da ist auch geplant, eine ganz, ich würde mal sagen, einzigartige Möglichkeit, dabei zu sein, Teil zu sein. Eine Riesenwanderung über 900 Kilometer, wo viele Stationen durchwandert werden. Ja. Um die Frage zu konkretisieren, weshalb finden Sie, dass sich Kunden, befreundete Unternehmen der Ökonomie der Menschlichkeit anschließen sollten? Also ich finde die Idee schon wieder interessant, die da geboren wurde mit Gregor Siebück. Diese Wanderung zu machen. Wir gehen auch sicher mit und wir freuen uns schon, wenn es bei uns, wir sind ja auch eine Station, die angesteuert wird und wir werden auch natürlich ein Stück des Weges mitgehen. Ich denke, es ist wirklich jetzt die Zeit, wo man als Unternehmer einfach gemeinnütziger denken sollen, also vor allem, weil viele, viele Unternehmen, und man sieht, also auch, das sind alle, die jetzt bereits als Unterstützer und als Proponenten dabei sind, sind alles erfolgreiche Unternehmen. Und ich glaube, gerade aber da ist man umso mehr verpflichtet, auch dass mehr andere daran teilhaben zu lassen. Also einfach ich glaube, es ist jetzt die Zeit, dass man einfach als Unternehmer schauen muss,
dass es auch anderen gut geht, dass es auch anderen Unternehmen und auch vor allem den Kunden gut geht. Weil es ist einfach ein Wechselspiel von Gewinn. Also. Ja, ich finde, das ist eine gute Aussage dahinter. Also für mich ist das Thema, es wird damit eine Haltung einfach gestärkt, die Haltung der Kooperation. Genau, ja, richtig. Sie haben das richtig, das ist ein richtiges Wort. Diese Kooperation, ja. Das Miteinander arbeiten, wo jeder sieht, der andere macht einen Gewinn und man freut sich über den Gewinn des anderen, genauso wie über den eigenen. Oder zumindest, also man vergönnt dem anderen genauso den Erfolg. Und das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Genau. Und dieses Prinzip, finde ich, das können Sie auf alles im Leben auch ausweiten. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel mit Ultramarathon begonnen, einfach hobbymäßig. Echt? Und ich habe dann Marathonläufer gefragt, die bereitwilligst ihr Wissen geteilt haben, weil sie sagen, ich finde die Idee gut, du bist kein Sportler, aber ich unterstütze dich gern, das sind meine Tipps, weil die auch einen gesunden Selbstwert hatten. Mhm. Und da war dann Neid nicht da. Ja. Also ich glaube, dass diese neue, also die Wirtschaft, die uns Menschen dient, dazu beitragen kann, die Ökonomie der Menschlichkeit, dass diese Neidfalle aufhört, sondern mehr das, was Sie gerade gesagt haben, ich gönne es dem anderen. Ja. Das ist eine Haltung, die einfach groß macht. Ne? Ja. Die uns hilft, dass wir mehr ein Stück gemeinsam gehen. Genau. Dass wir mehr, vielleicht jetzt durch die Wanderung auch inspiriert, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass wir da jetzt in dem Interview einen kleinen, feinen Weg gegangen sind. Ich nehme für mich auch persönlich einige Impulse mit und danke Ihnen für die Zeit. Gerne, es war für mich auch sehr angenehm.